Und damit herzlich willkommen zurück zu Kirby und dem magischen Garn. Ich habe das Level nochmal gemacht und auf Anhieb. Bäm, Gold. Sehr schön. Ja, und damit geht es nun endlich in der Story weiter. Ihr wisst gar nicht, wie gespannt ich bin, was jetzt geschehen wird. Wir gehen auch nach Dreamland ohne Wenn und Aber. So. Ich würde sagen, wir haben das letzte Mal Wispies Wald abgeschlossen und dieses Mal gehen wir in die Türme des Sturms. Mit auch einer bekannten Kirby-Musik, die wir kennen. Ich würde sagen, let's go und ich bin am Anfang gleich mal stumm, damit ihr die Musik hören könnt. Yay! Ja, Kirby-Fans kennen diese Musik. So, dieses Level könnte man als nervig bezeichnen, mache ich aber nicht, da es mir eigentlich recht gut gefällt. Ja, und jetzt muss ich eigentlich nur noch nach da drüben. Es ist mal ein schön forderndes Level wieder. Auf 100%. Nicht so wie das nächste, denn das ist eher so ein, ja, hast du Glück oder hast du nicht Glück bei den 100%. Und aus dem Grund hoffe ich, dass ich wenigstens das hier schön abschließen kann, nicht wahr, meine Freunde? So, und damit kommen wir auch zur ersten Tür schon, da gehen wir schnell rein, damit wir das erste Bonus-Game machen können. So, schnell darüber. Und du gehst erstmal schön runter. So. Und einmal Schatz. Her mit dir. Bücherregal in diesem Regal. Kannst du deine Bücher übersichtlich anordnen? Na, 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 na. Da haben wir doch einen Stern. Okay, lol. Das war Zufall, Leute. Wusste ich nicht. Aber es gefällt mir. Yo. Das war Schönes. Yo, das war Schönes. La 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 la. So. Wind. Jo. Klappt gut, ne? So, Wind. Bitte einmal. Jo. Dankeschön. Der Wind spielt heute echt nett mit mir. So. Das ist ein sehr interessantes Kirby-Level. Solch ein Level gab es nicht sehr oft. Da, 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 dam, dam. So, würdest du bitte? Dankeschön. So. Dankeschön. Hat auch recht okay geklappt. So, in welche Richtung weht der Wind? Ah, das hat nicht ganz gestimmt. Aber, okay, ich habe den Weg gesehen, wie ich dorthin komme. Das ist auch schon mal. Das ist so schon einmal gut. Dam, na, 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 nam, nam, nam. Jetzt muss ich nur noch mit einem Waddle-Dee da hoch. So. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, mit einem Waddle-Dee da hochzukommen. Ah, zum Glück habe ich den einen hier leben lassen. Und jetzt springen. Sehr schön. Und bam. Und dann da rein. Im Kirby hätte ich das einfach aufgesaugt, aber es ist ja nicht Kirby. Leider. Nicht das Original. Kirby. Da 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 da. Dam. Du bist jetzt mein Waddle-Dee-Dee-Dee-Dee. So. Und jetzt schön warten hier. Dumm. 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 Dumm.
Pfannkuchen. Wie diese Pfannkuchen gestapelt sind, sieht lecker aus und etwas wackelig. Oh Gott, der schiefe Turm von Pfannkucher. Das ist toll, ne? Meine Witze. So. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder anstrengen, damit wir überhaupt weiterkommen in den Level, nicht wahr? Ich will jetzt weiterkommen. Yo, so, ich glaube, ich habe da noch ein Secret gefunden, wenn der Wind mal in die andere Richtung gehen würde. Nicht so, habe ich gesagt. Ah, das sieht spaßig aus. Kriege ich den noch? Ohne mich nochmal treffen zu lassen, nicht, aber... Es hat ja zum Glück geklappt. Das meine ich mit, das könnte ein nerviges Level sein. Denn man sieht es, den Level zuerst gar nicht an, aber dann... Ja. Ich versuche da hochzukommen, Spiel. Klappt leider nicht ganz. So, wir versuchen es nochmal. Oh, ich glaube, ich habe gesehen, wie es geht. Nee, so nicht. Okay. Das ist ja leider echt traurig. Aber nun bring mich doch mal hier rüber. So, von hier aus müsste es eigentlich klappen. Dankeschön. So, hier haben wir wieder unsere Bronzemedaille. Die habe ich dummerweise ja verloren. Gefällt mir überhaupt nicht, dass ich die verloren habe. Aber was sein muss, das muss sein. Aber was sein muss, das muss sein. Darf doch nicht sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, darf nicht wahr sein. So nenne ich das Lied jetzt. Ah. Wir haben zwei Schätze, fehlt nur noch einer. Wir haben gerade mal Bronze. Ich hab keinen Bock, das Level nochmal zu. Danke, Spiel. Nein. Wenn du mich jetzt hinderst, waddelt die. So. Puh. Da findest du gerade mal ein paar Schätze. Und schon sind sie wieder weg. Nicht wahr? So ist es auch im Real Life. Findest du gerade mal Geld und schon ist es wieder weg. So. Einmal. Das war falsch. Einmal falsch. Einmal. Ah, komm! Einmal richtig. Dankeschön. Dam. Das war jetzt falsch. Das war falsch. Mann, war das falsch. Ja, würdest du? Bitte? Das ist falsch. So, wir warten jetzt einmal den Wind ab. Ja, ich muss jetzt etwas Geduld zeigen, aber scheiß mal drauf, denn der Ultra, der hat von Geduld ein bisschen zu viel. So, nun da hoch, so, so, so. Und nun einmal bitte geradeaus nach oben. So, jetzt wie wir sehen, weht der Wind uns nach oben, treibt er uns nach oben und das ist schon mal ein klein wenig besser als nach unten. So, du kriegst mich eh nicht. Das hat jetzt gut geklappt, muss ich zugeben. Ich hoffe, der Rest des Levels klappt auch nochmal so toll. So, jetzt müssen wir hier einmal so ein Waddle D mitnehmen.
Oh, da bin ich sogar sofort richtig gegangen. Sehr schön. Bam! Einmal durch die Tür, dann wusste ich nämlich noch, dass da eine Tür war. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe das Spiel, wie gesagt, schon einmal durchgespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Egal, hier hätten wir die Buttertürmchen-Musik aus den Original-Kirby-Spielen. Würdest du bitte hier durch die Tür gehen? Dankeschön. Das hat gerade nicht so gut geklappt. Lol. Ich hab geglitscht. Jo, der Ultra, der hat geglitscht. Das gefällt den Ultra mal richtig. Jo. Das war epic aus GWWchen. Leute, macht das mal nach. Ja, macht das. Macht das doch mal nach. So, jetzt hätte ich gern noch ein paar. Ungefähr, ja, hat nicht gereicht, aber BÄM! Egal wo wir machen, es müsste reichen. Jo, da sieht man, mit Fleiß und Preis geht alles. So. Ein Windrad oder so. Wir haben 100%, das ist total toll. Da bin ich jetzt richtig stolz auf mich. Dass wir in den Level 100% gemacht haben. Das finde ich echt toll. Ja, Windrad. Sehr schön. Richtig stolz. Es gibt einen neuen Level. Hey, neuen Level. Neuen Level. Ihr merkt meine Begeisterung, ne? Okay, in welches Level geht es nun, Herr Wallerly? Wow. Das sieht ja mal richtig gefährlich aus. Okay, jetzt geht's auf in den Wolkenpalast mit wieder einer so tollen Kirby-Melodie. Ich würde sagen, da gehen wir auch direkt rein im nächsten Part. Also dann, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen und im nächsten Part schaffen wir hoffentlich wieder zwei Level. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.